Brände, Fabriken, zerstörte Regenwälder, ausbeuterische Kinderarbeit. Noch vor 2 Jahren schien ein Gesetz gegen Gewinne ohne Gewissen aussichtslos. Aber ihr habt es an den Start gebracht. Ihr habt ein breites gesellschaftliches Bündnis auf die Beine gestellt und gemeinsam eine gesellschaftliche Debatte über Unternehmensverantwortung angestoßen. Fast 250.000 Menschen haben unsere Petition unterschrieben und noch viel mehr unsere Forderungen unterstützt. Über 125 Organisationen haben sich hinter unser Anliegen und gegen die Lobbyisten der großen Wirtschaftsverbände gestellt. Über 30.000 Lieferkettenbriefe haben die Abgeordneten im Bundestag erreicht. Gemeinsam waren wir auf der Straße, im Fernsehen, im Netz, in der Presse, auf Pressekonferenzen und schließlich immer wieder auf der Tagesordnung des Bundestages. Aber wir haben das Thema dort nicht nur auf die Agenda gesetzt, wir haben unsere VertreterInnen im Bundestag in die Pflicht genommen. Jetzt wurde dort das Lieferkettengesetz beschlossen und das ist ein Erfolg der vielen. Es zeigt, dass wir Ausbeutung nicht mehr hinnehmen müssen. Weder die Ausbeutung von Menschen und die Missachtung von Menschenrechten, noch die Ausbeutung und Zerstörung unserer Umwelt. Und es zeigt, Wandel ist möglich. Gemeinsam können wir verantwortungslos handelnde Unternehmen in die Pflicht nehmen. Doch der Widerstand gegen diesen Wandel war und ist riesig. Lobbyisten der großen Wirtschaftsverbände haben das Gesetz von Anfang an unter Beschuss genommen. Auf ihren Druck hin haben Teile der Union das Lieferkettengesetz an vielen Stellen verwässert. Deswegen sind wir noch nicht am Ziel. Aber mit dem Lieferkettengesetz sind wir endlich am Start. Jetzt muss es weitergehen. Wir brauchen ein Gesetz für die gesamte Lieferkette, das nicht nur für die ganz großen Unternehmen gilt, das die Umwelt schützt und die Rechte von Betroffenen stärkt. Ein Gesetz, das in ganz Europa gilt.